Dann belassen wir das dabei. Gut, dann laufen wir einfach mal in diese Richtung und klopfen unterwegs mal noch ein paar Bäume weg. Wir brauchen Holz. Ja, ich weiß, das ist eine Birke. Die hat eine andere Holzfarbe, aber das Holz brauche ich. Das Birkenholz benutze ich nachher für was ganz anderes. Denn viele machen sich den Umweg, wie ihr sicherlich weißt. Wir sind ja jetzt, wenn ich das richtig sehe, schon mittlerweile in der dritten Folge. Den Umstand, an Kohle zu kommen. Ja, aber ich brauche keinen. Man kann in Minecraft quasi alles verbrennen. Es gibt gewisse Brennwerte. Zum Beispiel eine Kohle kann 8 Blöcke umwandeln, so viel wie ich das weiß. Und ich kann aber mit 2 Holzblöcken, die ich aus Bäumen geschlagen habe, wenn ich einen davon verbrenne und einen anbrennen lasse, entsteht eine Holzkohle. Diese Holzkohle hat genau denselben Brennwert wie die Steinkohle, die ich aus Felsen schlage. Das heißt, mit dieser Holzkohle kann ich 8 Blöcke umwandeln. Das heißt, wir können uns quasi alleine aus dem Grund, wenn ich mit Hilfe von Holz massenweise Kohle zusammenschustern, um dann schon mal Fackeln zu bauen. Oder beziehungsweise später dann Sand in Glas umzuwandeln oder Erze zu schmelzen, ohne erstmal in die Verlegenheit kommen zu müssen, erstmal stundenlang in irgendwelchen Höhlen rumzulaufen. Denn das kommt so oder so, aber dafür brauche ich erstmal Fackeln. Ja, und wie gesagt, sobald wir jetzt erstmal eine Grundausstattung haben, werde ich dann auch die Monster wieder aktivieren. Mein Gott, sind hier viele Schafe. Ist das heftig? Also wie gesagt, ich habe gerade momentan keine Ahnung, welcher Sieg das ist. Scheint aber interessante Welt zu sein. Aber das macht das ja auch spannend. Und ich werde auch noch nicht so schnell nachgucken, welcher Sieg das sein sollte. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich schon? 50. Ja, ich finde, Holzhäuser sehen halt am edelsten aus. Eine große Erkundungstour habe ich natürlich nur noch geplant. Immer fleißig die Setzlinge einsammeln. Eine große Erkundungstour ist geplant, ja. Sobald unser Hauptquartier steht mit Bett. Bett ganz wichtig, falls wir sterben sollten. Oh, hier ist eine Höhle. Ich habe gerade eine Höhle gehört.
falls wir sterben sollten, dass wir sofort wieder einen Spawnpunkt haben, der sich innerhalb unseres Zuhauses befindet, ganz einfach, weil man mit Hilfe von Betten den Spawnpunkt verlegen kann, aber nicht den Kompasspunkt. Deswegen für Leute, die in Minecraft ein bisschen schwere Orientierung haben, ist es gut. Und genau deswegen habe ich das jetzt auch gleich mal hier im Let's Play gemacht. Werdet ihr sehen, wenn wir einen Kompass bauen. Wir sind ja hier in diesem Tümpel gespawnt. Und genau deswegen habe ich unser Hauptquartier jetzt erstmal dorthin gesetzt. Das heißt, wir werden immer erstmal prinzipiell zu dem Haus wiederfinden. Weil von unserem Haus ausgehend nämlich dann Folgendes passieren wird. Findet man nämlich andere Punkte, die man entdeckt hat, wieder leichter. Das heißt, wenn man früher oder später dann mal soweit das alles erkundet hat, dass man sich auch verschiedene Sachen bauen kann, wie zum Beispiel dann eine U-Bahn. Das ist ein ganz lustiges Ding. Ist zwar sehr stumpf im Bau, wie der eine oder andere sicherlich weiß. Aber es ist trotzdem schön, sag ich mal so, wenn man dann stundenlang Tunnel gegraben hat. Ihr könnt auch entscheiden, wenn wir dann vor solchen Projekten stehen, soll ich den kompletten Bauprozess euch mit zeigen? Oder sagen, wir machen einen Cut und ich baue einen Tunnel und zeige euch dann nur, wie man die Schienen legt. Aber das können wir auch noch, das kann man auch noch sehen, wenn es dann soweit ist. So, jetzt haben wir erstmal genug Holz gefarmt. Genau dafür braucht man nämlich manchmal den Dreck. Einfach mal um wieder hier hochzukommen. Wir vierer Fenster, eins unten, das heißt dann natürlich müssen da noch welche drauf. Da muss noch viel Holz drauf. So, wir machen das jetzt ja erstmal zu. Wir machen das jetzt erstmal zu und sehen zu, dass das Haus geschlossen ist. Und
Glopp, 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 glopp. So. Und da kommt dann noch die Zwischenebene rein. Das war verbaut. Ja, einmal auf Holz klopfen. Wieder rein. So, die Zwischenetage darauf ziehen. Da kann man dann immer noch entscheiden, wollen wir da dann einfach nur ein normales Dach draufsetzen. Hauptsache erstmal eine Penngelegenheit und ein Rückzugsort für die Nacht. Das ist ganz wichtig. Ich weiß, das sieht jetzt alles noch nicht ganz so toll aus, aber ich habe da noch ein paar Sachen vor. Und es wird auch nicht das einzigste Haus sein, sicherlich, was wir bauen. Denn da werden sicherlich noch einige dazukommen.